Herzlich willkommen zu einer einfachen, neuen und schönen Gartensendung aus Mein Garten ist hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Frühling. Der Frühling steht vor der Tür und die Blumen wollen raus. Wir wollen ein bisschen mehr Grün, also mehr Blumen in den Garten reinbringen und waren dafür ein bisschen shoppen gewesen. Was Schönes gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Vergnügen! Gartenbaumärkte hatten bislang zugehabt. Corona-bedingt heute Anfang März 2021, wer sich vielleicht noch daran erinnern mag, wir hatten Corona gehabt oder haben aktuell noch Corona. Und da waren einige Baumärkte noch geschlossen. Manche Baumärkte hatten schon Anfang März aufgehabt und es wird das peu à peu wieder besser in der jetzigen Zeit. Dennoch gibt es Jahr für Jahr wieder in den meisten Discountern auch Blumen zu kaufen für den Garten. Und wir haben uns auch ein paar Blumen gegönnt und die wollen wir heute einpflanzen in den Boden. Bevor wir damit aber beginnen, nochmal kurzer Appell für alle. Denkt dran ans Abonnieren und Teilen, weil nur durch ein Abo werden wir größer und können euch noch mehr Inhalte bieten, wenn ihr das Ganze mögt. Wollen wir gucken, was wir uns auch heute schön gegönnt haben. Also wie wir beim Lidemarkt einkaufen. Wir haben uns einige schöne Blumen gegönnt aus dem Lidemarkt, unter anderem hier eine Helenium. Das ist eine Blume nur drin. Wenn man mehrere davon haben sollte, 30 cm voneinander entfernt, 5 cm im Boden reinmachen. Ca. 90 bis 100 cm wird diese Blume groß. Blühzeit 6. bis 8. Kalendermonat, nicht essbar. Und wir schauen mal kurz hinten mal rein in die Tüte, wofern man es sehen kann. Wir müssen die Aufnahme heute ein bisschen anders machen. Es war geplant, komplett alles draußen aufzunehmen, auch die Mats. Aber heute ist ein frühlinghaftes, kaltes Wetter draußen. Hier vorne sehen wir zumindest ein paar Wurzeln von der Blume. Also sie hat auf jeden Fall schon mal gewurzelt und die werden wir nachher gleich einpflanzen gehen. Dann haben wir uns noch gegönnt, ich lege mal die Blume mal dahin, eine Achillea. Was auch immer eine Achillea gerade ist, ich fand die Blume von optischen her schick. So sieht die Blume aus, wenn man die Pflanzen einpflanzt. 10 cm voneinander entfernt machen, 5 cm circa am Boden rein, Blühhöhe oder Wuchshöhe 70 cm, auch 6. bis 8. Monat des Kalenderjahres. Und wir gehen mal kurz gucken, wo wir so eine Blume hier drin finden. In der Tüte. Na? Sieht man jetzt nicht so wirklich. Hier vorne haben wir ein bisschen so Wurzelbildung, also da ist die Blume drinne. Dann haben wir uns noch gegönnt, die Blume Hemerocalis. Die kommen manchmal auf Blumennamen, da denkt man auch Hemerocalis. Haben wir uns gegönnt, da sind zwei Stück drin. So sieht die ganze Blume aus. 30 cm voneinander entfernt, 5 cm tief, 40 cm Wuchshöhe, relativ klein, auch 6. bis 8. Monat ist diese Hemerocalis. Fertig, ausgewachsen. Und wir haben hier vorne auch schon ein Stück Wurzel, nehme ich an, der hier so ein bisschen empor guckt. Also Wurzelbildung ist auf jeden Fall auch in diesem Fall vorhanden. Und dann haben wir auch drin eine, nochmal, eine Hemerocalis in Farbe Rot. Also genau dasselbe wie eben gerade auch, nur in der Farbe Rot. Und hier hinten haben wir auch nochmal, sieht man hier auch wunderbar, die Wurzelbildung in dem Bereich. Also ich hoffe, man sieht so die Kamera. Und dann haben wir noch, gucken wir, ob wir noch einen Hemerocalis haben. Wir haben so viele Blumen hier. Ich sortiere mal kurz ein bisschen nach. So, so, so. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Wir haben noch eine, haben wir da auch zweimal bekommen? Nein, haben wir nicht. Eine Ich nehme mal an, die heißt Astilbe. Wir haben eine Astilbe. Man sieht von der Art, ich bin zwar ein Gärtner, Hobbygärtner, ja, mein Garten, ich habe da schon viele Folgen auf meinem Kanal gesehen, aber manche Blumennamen sind reine Zungenbrecher. Kommt doch damit zusammen, weil man nicht so oft mit Blumen handhabt, wäre ich Florist, würde ich sagen. Das ist in diesem Fall weiß es nicht. Ist es eine rote Pflanze? Gibt es auch in verschiedenen Farben wahrscheinlich. Wir haben sie jetzt in Rot. 15 cm voneinander entfernt aussehen, 15 cm tief, Wuchshöhe 60 cm, auch wie bei allen Blumen. 6. bis 8. Kalendermonat ist sie denn reif. Und wir haben hier nur eine drinne und dafür aber einen recht großen Wurzelberg.
Das ist ungefähr dieser hier in diesem Bereich. Da befindet sich die Wurzel, also eine recht große Wurzel. Sehr schön. Und dann haben wir noch, den Namen kann ich einfach aussprechen, die Frau auch schon auf jeden Fall, die treibt schon wunderbar aus. Ja, also der ist schon wunderbar, schon was zu sehen. Den Namen kenne ich so gut, weil so heißt meine Schwester. Liebe Grüße nach Bolzenburg. Meine Schwester Iris hat auch eine Blume jetzt bei uns im Garten. Die Iris, 20 cm sollen die, wie viel drin? Eine Iris ist drin. Die sollen 20 cm voneinander entfernt werden. 15 cm tief, Wuchshöhe 80 cm, auch 6. bis 8. Monat ist die reif. Dann sollte sie blühen. Dann haben wir eine, oh Gott, Phlox, heißt die Phlox. Also wenn ich die Blumennamen verkehrt ausspreche, tut mir sehr leid. Wenn die Phlox heißt, heißt die Phlox. Und wenn die nicht Phlox heißt, dann heißt sie anders. Eine Phlox, ich nenne sie einfach mal so, eine Phlox. 15 cm voneinander entfernt aussehen, 10 cm tief, die kommen aus relativ tiefen Boden rein. 60 cm wird die Blume gesamt gesehen hoch, auch 6. bis 8. Monat ist sie reif. Und die Wurzel, hier war nur eine drin, genau, da muss der Wurzel relativ groß sein. Ja, Wurzelbereich ist ungefähr hier und sie keimt auch schon ein wenig. Also von der Art her ist auch schon, wird Zeit, dass sie rauskommt in den Frühling. Und dann haben wir einmal, zweimal, dreimal die Achillea, die Achillea. Ah ne, zweimal, einmal nur. Die Achillea, sorry. Einmal nur die Achillea, doch hättet mir nochmal gehabt. Achillea in Gelb, so sieht die jetzt in diesem Fall aus. 10 cm voneinander entfernt, 15 cm tief, 70 cm Wuchshöhe, 6 bis 8 Monate braucht die Pflanze. Oder im 6. bis 8. Monat ist sie, ich will mal sagen, endreif, ist sie wachstumsfertig. Und hier haben wir genau eine drinne. Hätten wir auch zwei reinlegen können. Wurzel ist ungefähr 2 Finger breit. Wir werden Tüten ja im Einzelnen nochmal aufreißen und genau mal zeigen, weil wir sie so auspflanzen müssen, wie die aussehen. Ne? Dann haben wir auch drinnen, die haben wir jetzt wirklich zweimal, die Astilbe. Boah, Namen gibt es. Astilbe. Einmal in dieser Farbe und einmal im Weiß haben wir die beiden Pflanzen. 15 cm voneinander entfernt, 15 cm tief, 60 cm Wuchshöhe und die Wurzel, aber ein recht großes Wurzelstück hat die Pflanze. Hier die ganze Tüte, fühle ich gerade, ist die Wurzel. Da gucken wir näher mal genau drauf, wenn wir die Pflanzen einzeln einpflanzen werden in unserem Blumenbeet. Ich weiß spontan nicht ganz, wohin mit dem Blumenbeet. Aber das ist das Schöne, die gräbt man ein und man sieht es im 6. bis 8. Monat, also spätestens am August, wo die Blume hingepflanzt worden ist, wenn sie wächst. Hier ist eine Discounterblume und man kennt es ja von verschiedenen Tests, nicht von uns, sondern von anderen Leuten, dass die Discounterblumen nicht immer so wollen. Gut, werden wir das vorbereiten und dann, wenn wir rausgehen, Blumen einpflanzen, wird Zeit, mir ist kalt. Und wir haben noch eine Blume vor der Tür stehen, die werden wir auch einpflanzen. Die haben wir uns auch im Discounter gekauft. Die ist aber auch normalerweise für den Garten. Die gibt es im Frühjahr immer im Baumarkt im Discounter zu kaufen. Und die geht auf jeden Fall in den Garten rein. Das ist auch eine Winterblume, also quasi blüht im Frühjahr. Und ja, los geht's, wir wollen sagen, ab in den Garten wieder.
erstmal ganz schön durch den Wind nach der Zeit. Soweit, also die Pflanzaktion in unserem Garten. Wollen wir mal abwarten, was daraus wird. Das Ergebnis werden wir wahrscheinlich schon in ein, zwei Monaten vielleicht schon sehen. Wenn es daraus wärmer wird, ein bisschen Regen kommt, ein bisschen Feuchtigkeit dazu und so weiter, da wird man schon sehen, ob da quasi schon irgendwas erblüht oder ob der Maulwurf schneller war oder Wühlmaus oder allgemeines Produkt, außer es kommt der Scheiße war. Ihr werdet ganz erfahren können auf meinem YouTube-Kanal bei aktuellen Folgen von Mein Garten und ich. Ne? Immer mal darauf achten, mal, was machen die Blumen, wenn die Kamera mal dahin schwenkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Und auch ihr seid jetzt narrisch geworden und sagt, ich will in den Garten Blumen anpflanzen. Also bis dahin, lasst es abonnieren teilen. Schön mit Öl. Folgt auf Instagram unter MarcoLorenz-YouTube. Tschüss. Für alles.